Classic, let's do a classic one, Timo. Klassiker. Last round, Classic. Entweder es wird was oder es wird nix. 50-50. Ein Klassiker. Was Bestimmtes im Sinn? An Schule. Über mir sehe ich nicht, da gehen welche runter. Aber ich glaube, die wollen wirklich zur Schule. Die sind weit genug weg. Schinke ist einer. Drehst du ab, Kollege, da hinten? Alter, wie viele da schon wieder sind bei der Schule, Mann? Wenn ein Flugzeug rüberfliegt, sind die alle am Ausflippen. Juhu, Schule, 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 Gibt's schon besser. E-Sport? Ja, gibt's schon. Aber also es ist halt auch absehen mit dem PUBG E-Sport. Und momentan ist es halt einfach noch nicht so ausgereift, auch vom Rule-Set, also von dem, wie es gewertet wird, wer gewinnt und so. Da muss man auf jeden Fall noch Arbeit reinstecken. Ja, Da sind sich ziemlich einig alle Leute. Ja, das mit dem Carsten ist halt so eine Sache. Es ist natürlich bitter, dass wir das jetzt alle ausbaden müssen. Ich muss es ausbaden, die ganze Chose. Und die Zuschauer, also ihr und so. Aber da sind halt einige Dinge schiefgelaufen und ja. So ist das. Kann man leider nicht ändern. Würde auch gerne wieder casten, aber jetzt so für den Moment kann ich es einfach nicht. Kann ich mir nicht erlauben, leider. Ah, geil. Die haben doch gesagt, die haben irgendwann mal die Droprate der Einserhelme erniedrigt, ne? Ja. Lagen gerade drei ineinander. Ja, Ineinander. Ohne Scheiß. ich bin vorhin irgendwann in drei Smokes nebeneinander gelaufen. War auch gut. Ich hab offensichtlich vergessen, den SKS-Lockruf auszumachen. Soll ich mal die Runde nur mit 9 mm Waffen spielen? Uzi, Glock und UMP. Nice, ey. Wie lange mache ich noch? Oh, gute Frage. Kann gut sein, dass wir jetzt hier bald Feierabend machen. Du wolltest eigentlich um 2 mal Feierabend machen, oder? Genau, mein Plan ist immer so gegen 2 Feierabend zu machen. Vielleicht schiebe ich das mal wieder irgendwo. Mein Problem ist, ich habe mehr Zuschauer nach 12 Uhr. Die kommen immer alle erst 23 Uhr und so, die ganzen Leute. Das heißt eigentlich, wenn ich halt den Stream möglichst am Laufen haben will, dann müsste ich mir einen anderen Timeslot aussuchen. Hey Leute, was macht ihr denn immer so spät, ey? Aber wir sind ja schon lange wach. Zone, gehen wir nicht auf den Sack. Hab mal vorhin Wissenrunde gesehen, ich musste so feiern. Der hat UMP mit Scheidämpfer gespielt. Und VSS. Denkst du, den hat irgendjemand gehört auf der Map? UMP mit Schalldämpfer und Ja, VSS. so sinnlos. Kannst du eigentlich auch den Vierer auf die UMP machen und Ja, hast das eigentlich ja. gleiche, oder? So ziemlich, ja. Macht die mehr Damage als die UMP? Die VSS? Keine Ahnung. Ja. Aber schaffe ich es noch durch die Bombenzone? Ich hoffe. Glaube, das wird eine SKS-Main-Runde. Überleg, ob ich Uzi oder UMP spiele, ich weiß auch nicht. Oh, hallo weg, ja. Also hier liegt noch eine UMP bei mir rum. Wenn der explodiert, das glaube ich nicht. Was glaubt, okay.
Brauchst du einen Uzi-Stock? Nee, ne? Nee, ich glaube, ich wechsle aber trotzdem zu OMP. Sitze auf der Arbeit und schaue. Jetzt gucken ganz, ganz viele gucken mich von der Spätschicht und so, wenn sie nichts zu tun haben. Finde ich ganz lustig eigentlich. Bin für die Nachtschwärmer. Hast du einen Streamplan oder freie Schnauze? Ich versuche jeden Tag zu streamen, den ich kann. Ich habe keinen konkreten Streamplan leider. Hängt immer ein bisschen davon ab, halt. Oh, Suppressor, ja. Hängt immer ein bisschen davon ab, was ich, wie viel Zeit ich habe oder wann ich Zeit habe, besser gesagt. Deswegen ist das ein bisschen unregelmäßig. Ich kündige das meistens nur ganz kurz vorher an. Würde sagen, wenn du nichts verpassen willst, kann ich dir sehr empfehlen, halt einfach Twitter am besten. Twitter ist die beste Kommunikationsplattform für mich. Da schreibe ich dann jetzt, so gehe ich live und dann weißt du relativ schnell Bescheid. Facebook kann es manchmal ein bisschen dauern, bis es ankommt bei den Leuten. Ja, Twitter ist oder halt einfach einen Alert haben, wenn du gefollowt hast, einfach dir den Alert einstellen. Dass du quasi eine Benachricht lass mal dahin laufen, wo die Red Zone ist. Dahin. Jetzt oder was? Ja sicher, wann sonst? Laufen? Kannst doch gerne hinfahren. Ich würde gerne das gleiche Spiel machen. Na, ich würde jetzt nicht in die Red Zone düsen. Doch, kein Problem. Alles klar, hau rein. Ich würde das gleiche Spiel machen wie vorhin in Yasnaya. Das hat ja so gut funktioniert. Nur mit den Schul- und Puzzlehaus-Boys. Externes Looten. For the win. Externe Trick Draw von SMG noch? Interesse? Ja, ich habe nur einen Extended Mag. Kannst du mitnehmen. Super Richtung Schule, wäre nichts. Ich kann mich auch verstecken. Jeder sagt immer Twitter. Hey, Twitter ist halt die beste Möglichkeit, uns immer in Kontakt zu sein mit den Zuschauern. Weil wir dadurch alles instant haben, wir können eben mal schnell zurückschreiben, es gibt halt dieses Antwortsystem und so, das ist alles viel unkomplizierter als Facebook oder sowas zum Beispiel. Deswegen ist Twitter für Streamer halt optimal. Keine Ahnung, Twitter-Account kostet ja nicht so viel Arbeit. Machst du was anderes als das Streamen? Nee, aber also ich bin Vollzeit-Streamer jetzt, seit Anfang Juli. Und ja, so mit dem, was ich habe an Zuschauern, reicht es gerade so. Ich hab aber eine sehr spendable Community, sodass sich das Ganze halt hat. X-Quick? Assault Rifle hätte ich auch noch, und Suppressor, wenn du Interesse hast. Ja. Oh yes. Da ich keine Assault Rifle habe. Hast du jetzt einen Extended Quick Draw wieder hingelegt da? Ja, ich hab's selber schon eins. Dann, nicht stimmt. Hast du 5F6? Ach, guck mal, ich hab hier noch sowas. Oh, ist ja noch. Ne, jetzt hast du den jetzt 9 Mils genommen. Ugh. Wenn ich pennen gehe, schaue ich mir im Bett auf meinem Tablet immer noch ein bisschen Twitch an. Wenn du schon on bist, mache ich den Stream auch gerne mal an. Das freut mich. Das wäre schon ganz vielen, dass sie abends mich zum Einschlafen anmachen. Und ich sehe das doch überhaupt nicht irgendwie negativ. Sondern das heißt ja, dass ich einen gechillten Stream habe, dass man gerne was guckt, so nebenbei. Ich denke, viele Leute lassen mich einfach laufen und gucken halt, wann die Action kommt. So gucke ich gerne persönlich ja auch PUBG-Streams. So entspannte Sachen. Ich mag es auch nicht, wenn die Leute so rumschreien. Und ja, dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen. Weißt du, dass ich eine Stimme habe, die Leute spricht, dass es irgendwie interessant ist. Auf dem Dach. Siehst du den Puzzlehaus hier vorne? Beide? Oh, scheiße, oh, warte, oh. Ich lass ihn nicht reinlaufen. Scheiße, warte, hier vorne links. Ja, genau. Ah, scheiße, sind jetzt. Vielleicht gehen die jetzt auch gleich wieder rein. Schon rein, oder? Ja, sind bestimmt drin gegangen. Okay, dann wissen wir, dass die da sind, auf jeden Fall hier vorne. Ich kann den Eingang sehen. Oh, ich kann beide Eingänge sehen. Okay, rot. Ach, guck mal einer an. Rot einer. Ja,
Ich hätte Lust, mich da so ranzusneaken. Ich hab ne Vector. Optimal dafür. Aber die sind ziemlich unausgerüstet. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, damit jemanden niederzusprayen. Frage ist, wo haben die jemanden erschossen? Die werden hier bestimmt gleich looten, oder? Ja. Dann wäre es doch perfekt, wenn wir uns das Raum hier zu eigen machen. Pass mal auf, ich gehe hier rechts auf das Puzzlehaus rauf. Ich weiß nicht, ob die die drinnen erschossen haben. Glaube ich fast nicht. Nee, ich glaube. Wir sind noch nicht fertig, wie es aussieht. ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Die Nate heißt ja wohl, dass da noch einer ist. Irgendwo. Ich glaube, der wollte sich selber killen. Meinst du? Ja, ja. Gut, weg da raus. Der hat nämlich nach oben geschaut und die Nate wollte ja heute die Nate nach oben werfen, weißt du? Okay. Welcher Stock? Gar nicht im Haus, gar nicht im Haus. Der war unten. Vom Puzzlehaus. Hier nicht durchgekommen. Aber bloß, wenn der Stream bis nach 2 geht. Joking, gönnt ihr. Ja, sorry. 5 Euro wäre zwar so ein. Wäre zwar so. Wenn ich eine halbe Stunde dranhängen würde, wäre das ein okay Stundenlohn, aber. Mein Schlafrhythmus ist halt sehr wichtig. Also, vielleicht machen wir ein kleines bisschen über 2 Minuten. Mal gucken. Keine Ahnung, je nachdem, wie lange das Game noch geht. Vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Dankeschön für deine Unterstützung. Freue ich mich. Kann ich beruhigst du mal ruhig, mal ruhig. Nee, das waren deine Steps. Okay, sorry. Ja. So? Ja, ja. Verstehen. Da ist was. Ich hätte kriechen gehört, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich auch gehört. War es über dir? Kriechen? Das ist hier im Haus, Timo, irgendwo. Ah, hast du es über dir? Ich habe es über mir gehört. Ja, das kann sein. Vielleicht auf dem Dach? Ich glaube auch. Nee, lass mal hier erstmal die Räume klären. Auf Dach? Okay, warte, ich mach diesen Lustikus-Jump. Kriegst du hin? Dadurch? Okay. Du musst auch nochmal. Oh, ich hab's vergeigt. Egal, ich hüpfe da jetzt einfach raus. Oder kann er im anderen Haus sein neben uns? Nee, das war über uns, definitiv. Gut, dann bin ich nämlich nicht ganz behindert. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ein Kriechen oder ein und ich glaube auch im rechten Flügel von uns aus gesehen hier. Im Ostflügel. Ja, dann lass uns das clearen, Raum. Wir müssen klar. Einfach rein und Refrag machen. Ja. Erst links. Nix. Okay. Ich mach Tür auf. Ersten Stock. Zugemacht. Links ist eine Tür zu. Okay. Okay, andere Seite checken. Dass ich das gehört habe. Ich hab's auch gehört, ganz einfach. Hier ist niemand. Ich habe einen schon über mir. Oh Mann, ey. Oder doch im anderen Haus. Da ist kein Haus mehr. Ich habe nach oben links geguckt, da war kein Haus mehr. Du, keine Ahnung. Oh, der hatte ganz viel Healing, wenn du was brauchst. Hier ist alles drin. Mhm. Und na, ich nehme mal die 556 hier raus. Die MP16, ne? Ach, scheiße, Vector.
Du hast die 5x6 genommen, ne? Ja, ich habe die komplette genommen. Ich hatte nicht so viel. Ich brauche vielleicht welche wieder. Hat auch keiner gelootet. Leg die hier in den Eingang welche hin, ja? Hier sind noch mehr Leichen. Im roten Hauseingang. Ich weiß gerade noch, ob ich 5x6 finde. Auch nicht. Aber Compensator? Brauchst du einen Compensator? Ah, ja? Nein. Hier liegen auf jeden Fall die zwei, die der erschossen hat. Ja. Hier durch. Der, ach so, der war hier so offen und wollte sich. Ja, okay, das kann gut sein. Wo hast du hingelegt? In den Eingang von dem Haus? Warte. Ich hab sie wieder aufgenommen, weil. Mehr? Ja. 8 Schuss? Ah, lol, ich kann ihn nicht aufnehmen. Nee, alles gut, nicht ein Fehler. Er hätte sein können. Fehler oder so. Das wäre schon gewesen, ey. Ich hatte aber keinen Platz. Auch schön, die sind ja auch gar nicht durchgelootet, so richtig, die Häuser. Da liegt noch Painkiller. Also das ist jetzt SKS und MP16, oder? Ja. Ah, jo, hab ich. Hi, guck mal an, Godzilla, dankeschön. Danke für deinen Host. Schauen wir mal die Godzillas. Bringt 7 Viewer mit. Willkommen! Meister, willkommen! Hier ist noch ein Zweier-Kevlar. Für Seymour, gut. Ey. Don Bonzo 1337. Wer könnte denn Don Bonzo sein? Ich hab 5x6 gefunden, eigentlich. Dankeschön, wenn ihr besser euch auf Hubschi Stream weiter so. Vielen Dank, mein Lieber. Ich kann dir noch 5x6 abgeben, wenn du willst. Hm? Ich loot erstmal das Haus hier durch. Ist noch komplett open. Open for business. Ja, den Schlaf-Emote, den finde ich auch geil. Den Schlafrhythmus. Schlafrhythmus. Der Rhythmus, mit dem man mit muss. K. Weißt du? Jo. Ja, ein 8er für dich. Oh. Sehr großes, starkes Interesse. Hier das 8er daneben. Brauch. Dann muss ich die OMP ja weglegen. Und ach, unten im Erdgeschoss hat noch jemand ein Cheatpad gehabt. Die Leiche, die da rum liegt. Wenn du SKS-Shit findest, ne? Finde das noch gerne ab. Sie. So. Namentlich Magazin und namentlich Magazin und Aufsatz vorne. Ganz oben LK oder was? Hier. Fenster. Ja. Tada. So genug Munition, brauchst du? Ein bisschen brauche ich noch. Oh. Jetzt an. Fahren oder laufen, Timo? Uiuiui. 37 Sekunden, ich würde sagen, fahren. Ein Auto finden. Ach, hier ist er. Ach du Scheiße. Ja, richtig ätzend. Könnte ganz bitter enden. Mhm. Willst du wirklich den leichtesten Punkt nehmen? Wie den leichtesten? Ja, das ist der Punkt, der am weitesten, wo alle am ehesten reinfahren, weißt du? Auch wenn die Position noch so schön ist, aber. Wo willst du sonst hin? Wo willst du sonst hin? Mach einen Vorschlag, mach einen besseren Vorschlag. Ich weiß es nicht. Besser als alles, was hier ist. Norden? Norden von Cyber? Weil da werden auch viele Leute wollen.
Ja, keine Ahnung. Da kommt man auch die Scheiße weg. Ich würde sagen, hier oben rum und dann an der Küste lang und irgendwie nach oben und nach. Ist ja crazy. Let's go. Noch Möglichkeiten, nicht hier irgendwie der Cover beifahren. Und sonst? Oh, 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 oh. Noch raus. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich nicht gegen die Mauer setzen. Besser nicht ganz so die Blinden, Alter. Oh, close, close bei mir, close, ja. Mit dem anderen hast du nee, kann, nein, ich hab den noch nicht. Kann eigentlich nur close sein. 28 Schuss. 556 oder was? Ja, komm mal rein zu mir, komm mal rein zu mir. Da ist er. Er ist noch auf dem Hügel. Hab ich wieder nicht richtig gesagt, oder? War das verständlich, dass er noch auf dem Hügel ist? Nee. Ach, oh, scheiße, sorry. Macht er nix. Hier fast Scope. Dann hab ich alles schon. Ich brauch eigentlich nur 5-6 noch, wenn er hat, aber ansonsten bin ich total fein. Oh, siehst du? Ja, ich brauch noch ein bisschen was. Ja, nimm doch raus. Buggy? Oh, shit, Mann. Die haben unser Auto zerstört, ne? Ja, haben sie. Oh, guck die Sauna, ne. Fuck it. Ja, und dann? Mehr oder weniger Open Field Running. Das ist also, wie soll das überhaupt gehen in einer Minute? Gar nicht machbar. Überhaupt nicht machbar, Junge. Und noch dazu kommen wir dann irgendwo mitten in der Stadt an. Außerdem habe ich gerade 40 FPS. Mhm. Me too. First Person auf jeden Fall. Für uns. Das Maß aller Dinge. Ja, wir können eigentlich nur hier, da rechts von uns rennen auch welche übers Open Field. Wir können nicht anhalten, keine Chance. Da links hat der Buggy gehalten, die arbeiten sich durch die Stadt durch. Rechts von uns sind so 100, 200 Meter entfernt. 150, 200 eher. Was willst du den Wänden hier? Irgendwas hat dann bei mir nicht gerendert. Die Puzzlehäuser sind bei mir durchsichtig. Oh lol. Welch mal moin, mein Lieber. Willkommen. Sehen, wo die Leute sind. Kann ich vielleicht sehen, ob die da drin sind. Jetzt rendern die Interiors. Ich hab mal blau markiert, wo wir hin müssten. Erstmal. Voll. Lächerlich. Lächerlich! Es leckt halt die Sau, weil ich die alle gerendert habe. Deswegen habe ich so wenig FPS. Holy shit, man. Dieses Game manchmal. Kurz einen Screenshot gemacht. Dann, dass wir hier lebendig rauskommen, oder? Das ist eine Mauer, da können wir uns hinsetzen, oder? Ich hab nicht mal einen Tick bekommen, das gibt's doch nicht. Oh Gott, hier ist aber nichts zu dir. Dann sehen, dass noch welche nachkommen, ne? Die Dead Zone, Timo. Und trotzdem sehen, dass noch welche nachkommen. Ja, klar. Halte ich nochmal durch. Wir haben eigentlich nur. Nein, wir haben eigentlich nur eine Wahl hier links durch. Das ist Worst Case. Worst Case Zone. Ach Gott schon, das gibt's doch nicht. Linksrum geht nicht und rechtsrum geht auch nicht. Wir müssen eigentlich quer durch und hoffen, dass wir entdeckt werden. Hier im Haus, über mir, genau über mir. Ja, ab mich. Zweite da. Frustrierend, ey. Wir müssen gleichzeitig laufen, Mutz. Ja.
Weil dann haben sie dich gehört, dann mich umgeschossen. Einer war unten, einer war oben. Das ist GG. Da kann man eigentlich nichts machen. Also bei der Zone. Nee. Und raus unten, Tür ist offen. Looten die dich noch, die Greedies? Ist nichts. Okay. Schön ist, jetzt bringt sich alles um. Vielleicht hast du Chancen. Wenn da oben jetzt keiner sitzt. Das ist eine Senke, die ist so schick. Okay, oder oben ist jemand. Boah, das Zweigestrop fast ein bisschen zu nah. Da links läuft einer übers Feld. 10 Grad. 10 Uhr oder so. Jetzt sind wir im Haus umgegangen. Steht dann im Gelben, glaube ich. Oh ne, ist ein Busch. Oh, sorry. Ah, ist ein Zaun. Der hatte zufällig die gleiche Farbe, der hat nämlich auch beige angehabt, der Typ. Aber ja, da irgendwo hinten ist, bei dem Game ist jemand. Komm schon. Ja, nicht mit der K-Finishing, macht er die Rifle. Aber der hat zwei gute Hits, der wird schon verbluten irgendwann. Oh, das ist vorne rechts und gelben. Also der K auf dich. Eine AK. Frage ist, wo ist der Mate von dem Typen, den du genockt hast? Warum liegt der da einfach oben im Gras, der Kollege? Sag bloß, der hat den aufgehoben. Hast du okay gekriegt? Nee, hab ich nicht, aber ich glaube, der wurde beschossen. Das ist nämlich das Ding. Den jemand geklaut hat, meinst du? Ja, ja. Der ist geklaut, das war mir eine Hilfe eigentlich. Da muss er noch einen Mate haben. Also entweder sitzt dann einer der Büschen oder ist am Gelben. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Ja, direkt vorne. Hab ich gesehen. Tötet ihn. Der Rechte hat den Kampf gewonnen. Der hat gewonnen, ja. Wo ist er? Irgendwo im Busch oder so sitzen. Rechts zum Busch, rechts von dem rechten zum Busch. Noch weiter ein Stück, ein kleines Stück rechts. Da im Gras, da liegt er. Genau da im Kopf. Ah, diese Adleraugen. Schön gesehen, Timo. Diese Adleraugen. Schön gesehen, echt. Das Auge. Doch, ich habe einen Kill bekommen, sagt Rage. Mutz, Mutz.